Hallo, weiter geht's bei Formel 1 21. Der Breaking Point. Ja, gucken wir mal. Ja, die Videosequenzen mache ich nochmal ein extra Video, wie gesagt. Und dann gucken wir, was jetzt passiert. Oh, ich bin Kapitel 13. Oh, Wahnsinn! Ha! Supi! Läuft. Brian? Kaspar, kannst du mal schnell ins Rechenzentrum kommen? Was gibt's denn? Das Team sieht sich gerade die Daten von P3 zu Ende an. Sie wollen ein paar Aspekte der Reifenstrategie mit dir besprechen. Ist ein bisschen spät dafür, oder? Naja, wir wollen eben nichts machen, womit du nicht einverstanden bist. Okay, ich muss nur hier oben erst fertig werden. Wir warten so lange, wann immer du Zeit hast. Danke, Brian. Okay, mit einmal richten sie sich alle nach mir. Okay. So, weiter geht's. Können wir das Rennen wieder von ganz von vorne starten? Oder sind wir wieder mitten drin? Gucken wir mal. Kasper, wir glauben, du kannst die schnellste Runde fahren. Jetzt? Ja, es sieht gerade gut aus. Versuch es. Kein Problem. Zu deinem Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Das läuft doch ganz gut.
gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Zum Auto vor dir beträgt 2,4 Sekunden. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Shit! Die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran!
voll gefahren. Der Preis gehört dir. Ja, Wahnsinn. Großartige Leistung vom Williamson. Und da sind sie schon. Ich freue mich immer besonders, wenn die kleinen, die unabhängigen Teams Erfolge erzielen. Williams hat eine sehr lange Formel-1-Geschichte. Sehr schön. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich die so gut aufholen kann. Vor allen Dingen waren auch die üblichen Verdächtigen nicht vorne. Verstappen, Hamilton, wo waren die denn? Sind die ausgefallen oder was? Wahnsinn. Was ich gerne mal wissen möchte, ist, wie viele Punkte ich habe. Aber, ja. Gute Frage, nächste Frage. Ryan. Kaspar, ich wollte nur sagen, toll, dass du die schnellste Runde gefahren bist. Den Punkt können wir wirklich gebrauchen. Ja, das Team hat gute Arbeit geleistet. Und du bist gut gefahren, Kaspar. Also, gratuliere. Danke. Hey, es gibt Gerüchte, dass du die Team-Dinnerparty morgen schwänzen willst. Muss ich mir da wirklich Sorgen machen? Ich komme zur Dinnerparty, Brian. Wir haben Grund zum Feiern und einen tollen Ort dafür reserviert. Es wird dir gefallen. Kommt Zoe auch? Das lässt sie sich nicht entgehen. Großartig, sehr schön. Freust du dich schon drauf, Kaspar? Los, sag ja. Ich werde auf jeden Fall da sein. Naja, immerhin. Wir sehen uns dort. Danke, Brian. Oh Mann. So. Oh. Hey, Zoe. Hey, hallo. Alle reden über die Team-Dinner-Party. Wir gehen immer noch dahin, oder? Sieht so aus. Ach komm schon, Kaspar. Du wirst diese Veranstaltung vermissen, wenn du nicht mehr dabei bist. Wir werden sehen. Warum habe ich nur einen so übellaunigen Kerl geheiratet? Weil er charmant genug ist, um das auszugleichen. Da habe ich was anderes gehört. Du darfst eben nicht alles glauben, was sie in den Nachrichten erzählen. Was machst du gerade? Nur E-Mails und so. Okay, ich glaube, ich gehe zurück zum Hotel. Wir sehen uns dort. Ciao. Gut. Oha. Das Dinner ist serviert, Madam. Oh, genau, dann mal los. Action. Erstmal will ich euch allen zu der großartigen Leistung bisher gratulieren. Es gibt noch eine Menge zu tun, aber ihr habt euch einen Applaus verdient. Ihr wart fantastisch. Und ihr habt es sicher schon alle gehört, das hier ist Kaspars letzte Saison als Formel-1-Rennfahrer. Also, wenn ihr könnt, dann versucht bitte alles, um ihn davon abzubringen. War nur ein Spaß. Kaspar, du wirst uns fehlen. Also gut, ich höre jetzt auf. Vorerst. Genießt den Abend und dann holen wir uns den vierten! Also, ich weiß, wie es hier läuft. Ich bin lange genug dabei. Und ich finde, du hast eine Zukunft hier. Ich habe schon viele Fahrer kommen und gehen sehen. Du bist was Besonderes. Du hast alles, was man braucht. Ganz ehrlich. Kaspar! Hi. Wo ist Zoe? Oh, sie ist hier irgendwo. Sie liebt sowas. Ah, und du nicht? Können wir uns setzen? Na klar doch. Setz dich, Aiden. Los. Warum hat das mit euch beiden nicht funktioniert? Brian, ich würde das jetzt lieber nicht... Mir ist egal, was du lieber würdest, Aiden. Kaspar verlässt uns und ich weiß, dass deine Agentin sich umhört. Das ist vielleicht das letzte Mal, dass wir drei in Ruhe reden können. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns nach Abu Dhabi nie wieder. Also komm schon. Was ist los? Bitte. Ich will nur einen ruhigen Abend haben. Er bekommt mehr Geld als ich. Was? Ah, das erklärt den frostigen Empfang. Alle haben angefangen, über mein Alter zu reden. Und ich wollte mich beweisen. Beweisen, dass ich besser bin als der nächste Hit des Monats. Es war nicht deinetwegen, Aiden.
Weiß auch nicht. Und was ist mit dir? Er wollte mich nicht im Team. Ich wollte... Du wolltest lieber Ricardo. Und du dachtest, ich bin nicht mehr gut genug. Was? Das stimmt gar nicht. Du fährst eine großartige Saison. Kannst du diese Zahl bestätigen? Ja, stimmt. Das war also die Vertragssumme, ja? Ja. Kann ich es ihm zeigen? Ihr seid mir schon wirklich ein paar Pfeifen, wisst ihr das? Du hättest es wissen müssen. Ich verstehe nicht ganz. Nein, aber er schon. Es wäre ja fast witzig, wenn es nicht so tragisch wäre. Wie viele Punkte uns das wohl gekostet hat. Naja, ich empfehle mich. Ihr könnt euch später bei mir entschuldigen. Was meint er? Ich Idiot. Warum? Fahrergetratsche. Also ist nichts davon wahr? Die Fahrer tratschen viel. Und es gibt da einen, der sich besonders hervortut. Wer? Der, der mir in der Saisonvorbereitung gesagt hat, dass du den besseren Vertrag hast. Derjenige, der gesagt hat, dass du meintest, ich wäre alt. Und der hat dir wohl auch erzählt, dass ich dich nicht im Team haben wollte. Butler. Ich hab's geglaubt. Wie konnte ich nur so dumm sein? Nein, du bist nicht dumm, Kasper. Ich hatte ihm das gar nicht zugetraut. Was hat er davon? Er hat mächtig Schaden angerichtet. Der Crash letztes Jahr, der Streit in Kanada. Und all das hat es ihm nur noch viel leichter gemacht. Was können wir tun? Ihn schlagen. Das ist aber jetzt ganz toll, dass ihr da jetzt erst drauf kommt, dass der Butler seine Finger damit im Spiel hat. Oh, cool. Ja, aber na gut. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Auf los geht's los. Los. Hey. Hey. Wie ist es heute für dich da draußen? Hart. Die Reifen werden in den S-Kurven etwas zu heiß. Ja, komm vor. Hast du einen Moment, Aiden? Klar. Wir sollen den vierten holen. Können wir Aston Martin noch einholen? Vielleicht. Butler fährt eine gute Saison. Sagt, er hat ein Angebot von Mercedes. Ich weiß. Er hat einfach mehr Erfahrung. Ich glaube, er kriegt die Stelle. Du hast gesagt, es war schon immer dein Traum, für sie zu fahren. Stimmt das? Ja. Das stimmt. Okay, ich werde dir Platz verschaffen. Tut mir leid, wie es bisher lief. Mir tut's auch leid. Ich will, dass wir den vierten holen. Ich will, dass wir Butler besiegen. Und dass du diese Stelle kriegst. Danke, Kasper. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber... Danke. Wir arbeiten zusammen und helfen uns, so gut es geht. Na dann los. Bei mir haben wir den Sturz angepasst. So kann man die Reifentemperatur besser kontrollieren. Okay. Ich werde meine Setup-Daten an dich weitergeben. Probier's doch mal aus. Danke, Kaspar. Frieden? Frieden.
Ja, das macht natürlich die Erfahrung aus, ne? So. Oh, ich hab grad, ich komm drum rum. Yikes. Aiden. Kaspar, hey. Hast du kurz Zeit? Klar. Den Sturz neu einzustellen hat echt geholfen. Ich wollte mich dafür nur kurz bedanken. Gern geschehen. Mit den Reifen ist es also besser geworden? Viel besser. Danke. Naja, jede Millisekunde zählt eben. Brian sagt, wir können Aston Martin einholen. Brian sagt viel, wenn der Tag lang ist. Konzentrieren wir uns aufs Rennen. Okay, Kaspar. Wir sehen uns an der Strecke. Ja, alles klar. So, wie viel haben wir denn hier? Da ich jetzt nicht weiß, wie lange der ganze Spaß geht, machen wir hier erstmal einen Cut und dann gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen, wie wir das da besprochen haben. Okay, dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.